Bei mir geht es jetzt um Musik ganz anderer Art, um italienische Musik. Ich habe zu Gast Roberto Colantonio, den ich grüße, und hat einen Teil seiner Band mitgebracht. Guten Morgen, schönen Dank schon mal fürs Kommen. Sie sind schon lange dabei bei der Musik, und es ist nicht gerade unbedingt diese Michael Jackson Popmusik, die Sie machen, sondern Sie machen ganz andere Musik. Worum geht es denn bei Ihnen? Ja, haben Sie recht. Also italienische Popmusik mit ein bisschen Texten, die ein bisschen nicht um Sonne und Meer und Liebe handeln, sonst also über die Gesellschaft und die Menschen, die sich mit mir beschäftigen. Schreiben Sie Ihre Texte selber? Ja. Und woher kommen, sind es Erfahrungen, die Sie machen, oder Beobachtungen? Wie kommen die Ideen? Sind Erfahrungen, die ich mache, und Inspirationen, die ich habe. Und dann mische ich zusammen, und irgendwie kommt was raus, und dann kommt einfach ein Lied. Sie sind gebürtiger Sizilianer, ein Heißblut, würde ich sagen, und leben aber in Deutschland, oder? Ich lebe in Deutschland, ja. Seit wie vielen Jahren machen Sie denn schon Musik? Viele, viele Jahre, schon in Italien damals, und wegen der musikalischen Verträge bin ich nach Deutschland gekommen, dann Dänemark und Österreich auf Tournee, und dann bin ich irgendwie hier geblieben, wie immer. Hier hängen geblieben. Die Liebe. Ah, wegen der. Oh, warum auch nicht? Das ist auch ein schöneren Anlass, gibt es ja eigentlich so gar nicht, ne? Um irgendwo hängen zu bleiben. Das ist aber, habe ich eingangs gesagt, nur ein Teil Ihrer Band, denn Sie haben noch mehr Mitglieder. Also, ne? Diese CD ist entstanden mit 11 Leuten. Und heute sind wir zu 5 gekommen. Und wir werden natürlich auch ein Lied hören, ein ganz besonderes: Babele Splendente e Lucentes. Si, ist das so? Splendente e Lucente. Ah, so hört sich das bei Ihnen natürlich besser an. Auf Deutsch habe ich es geschrieben: glänzendes, leuchtendes Babel. Worum geht es in dem Stück? In dem Stück geht es um autobiografisches Stück natürlich am Anfang, und dann geht es natürlich auch wieder um die Leute, die mir sehr beschäftigen, und zwar in diese Babel, also die Welt, unsere Erde, die einfach von großen, mittlere und klein Gesellschaft, also entsteht alles und bleibt auch so und leider, und dann und das ganze Leben, diese ganze Printmedien und Kino und Fernsehen, und dass wir im Prinzip nur beschäftigt sind, um zu leben und zu arbeiten, generieren und dann vielleicht sterben, aber das vergessen wir. Ja, und vor allem gibt es zwischendrin auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man tun kann, als so durchs Leben zu hetzen. Habe ich recht? Richtig, unter anderem natürlich die Liebe, passend zu dieser Jahreszeit, ein wunderschönes Lied. Wird man Sie denn auch, mal abgesehen davon, dass es eine CD natürlich gibt, demnächst irgendwo auf einer Bühne sehen können, oder steht das noch nicht an? Ja, es gibt mehrere Optionen, die wir haben, Fabrik oder Wolfsburg oder in Deutschland. Und wir freuen uns auf eine Tournee, die wir vielleicht machen, und wollen wir anfangen in Deutschland und dann vielleicht auch nach Italien. Na, dann geht's wieder zurück nach Italien. Ich hoffe aber, dass Sie vorher dann nochmal bei uns zu Gast sind. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ach so, Sie suchen überhaupt mit Ihrer neuen CD eine neue Plattenfirma. Das wollen wir ja schnell noch sagen, oder? Wenn einer sich meldet und gute Konditionen macht, glaube ich, machen wir das. Ja, also die Konditionen müssen schon stimmen. Also das ist natürlich klar. Also wer eine Plattenfirma kennt oder vielleicht in einer arbeitet, der sollte jetzt ganz besonders lauschen, denn wir hören jetzt dieses wunderbare Stück. Ich danke fürs Kommen und möchte Sie bitten, einfach loszulegen. Dankeschön.
Bildschirm. Sai un po' così lontano della Babele in cui vivo e da cui canto il presente per le tardi generazioni.